Ich krieg einen Anruf. Nee, ich will aber nicht. Warte kurz. Ist wichtig? Ja, erzähl. Nebenbei dreh ich noch das Video weiter. Hallihallo, hier ist der Gusua. Was geht, Leute? Mir fällt gerade was ein. Haha, ich. Und zwar, ich kann ja trotz alledem erstmal die kleinen Dev-Gebäude bauen. Und zwar ist der, also der CV ja so weit, also das Ranking ist ja schon durch. So ist das ja nicht. Und das kann ich ja nebenbei hier schon mal alles machen, weil dafür ist ja das Gold und auch die Bauarbeiter und so was. Achso, die Mauern. Stimmt, die Mauern habe ich ja auch noch. Naja, ist ja nicht unbedingt verkehrt, wa? Boah, was mache ich mit den Mauern? Da würde ich mal fast sagen, hier die Tesla hin, dann da die Luftmine weg, zur Seite ein bisschen. Ja, da kann man nicht hinstellen wegen dem einen Gräber. Ich wollte die Gräber nämlich nicht entfernen eigentlich. Aber gut, okay. So, dann können wir jetzt hier mauermäßig nochmal zwei hinpacken, weil die sind natürlich hier richtig viel wert, weil die Base nochmal zusätzlich unterteilen, klar. Da kommt man da nicht weiter, auch wenn es nur hölzerne Mauern sind. So. Die sieht man so schnell auch gar nicht. Na wohl. Obwohl, wenn die Teslas nicht da sind, sieht man die schon. So, so viel dazu. So, gucken wir mal. Können wir noch irgendwas machen? Nee, wa? Doch ein Magierturm noch? Ganz ehrlich, komm, den gönnen wir uns auch noch. Hier. Zack. Noch irgendwas? Also, bis auf die Adlerartillerie. Den Expo will ich noch nicht bauen. Bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Die können wir hier nochmal schnell 15 Minuten. Zack, zack, zack. Dass die dann wenigstens so ein bisschen zu einem Gegner werden. Und dann haue ich nochmal einen Angriff raus. Weil wie gesagt, ich will halt nochmal gucken, so mit Strategie und sowas. Wie kommt man rein? Muss jetzt nicht unbedingt ein Town Hall 11er sein. Ich habe es ja dann im CW einfacher. Aber wenn ich jetzt sozusagen einen 10er kriegen würde. Ich habe auch keine CB. Also von daher ist es... Ich kriege einen Anruf. Nee, ich will aber nicht. Warte kurz. Ist wichtig? Ja, erzähl. Nebenbei dreh ich noch das Video weiter. Ja. Ja. Na, hat er Session 10? Hat er Session 10 oder was zeigt er ihm an? Ob er Session 10 anzeigt oder nicht? Du kannst beim TMP anrufen und kannst fragen, ist es Session 10? Dann siehst du, ob es die Einwahl hat. Ja. Nee, und können die halt ein bisschen mehr noch. Also du kannst da schon noch ein bisschen mehr machen. Aber ist wirklich komisch, dass der angeblich das kann ich mir nicht vorstellen. Hm? Warte, ist er 91Z?
Jo, genau, würde ich auch sagen. Wir hören uns morgen, ja? Sorry dafür. So. Ja, so macht man halt nebenbei mal einen weg, der halt nebenbei mal wird telefoniert und trotzdem hat man den Gegner weggefetzt. Aber ganz ehrlich, der Gegner war jetzt auch relativ easy. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz reingehen. Ich guck gerade, ich schaue gerade. Der hat auch, was mir halt aufgefallen ist jetzt, der hat halt eben auch keine Infernos drin. Das heißt also, der Gegner ist relativ gleich wie der Gegner, den ich halt angreifen werde. Der hat auch keine Infernos. Helden 22, 23 muss ich nochmal kurz gegenchecken. Die Magiertürme fallen mir halt gleich auf. Die sind halt relativ low. Und der Rest ist jetzt auch nicht so high. Klar, die X-Bows sind gemaxt, aber der Rest war halt eigentlich relativ Pillepalle. Ja, ich sag mal, guckt, gebt's euch mal bitte. Guckt mal da oben der Heiler, die beiden Heiler. Das gefällt mir richtig gut, dass die durchgekommen sind. Unten links die Heiler. Passt auch. Das ist halt wirklich der Game Changer, dass die halt außenrum nicht down gegangen sind und halt draußen nochmal echt Damage machen konnten. Also das ist schon ganz in Ordnung, muss ich sagen. Da bin ich eigentlich mit zufrieden. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal meine Trüppchen an. Genau. Zwei und dann drei Rage. Und dann halt wieder als Truppenkombo. Sechs, ich glaube, ich habe wieder sechs. Genau, sechs, dann ein paar Magier. Wie viel habe ich da? Sechs Magier. Dann nehme ich wieder sechs Magier und dann den Rest Bowlerchen. Dann habe ich mir in eine CB auch Bowler gewünscht. Dann bin ich damit ganz gut durch. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, jetzt gute Truppen logischerweise und auch dann wiederum den Spell, den ich gleich verwenden werde, dass der Angriff halt ja besser wird. Jetzt überlege ich halt bloß, ob ich über BlueStacks angreife oder ob ich halt über das Tablet angreife und den später reinschneide. Bloß beim später reinschneiden wirst du da selber sagen, nicht 50%, sondern halt ein gewisser Teil sagt dann halt einfach, oh, ja, hast du ja nicht selber gemacht und sowas. Ich weiß, kann mir total egal sein, aber ihr wisst, was ich, glaube ich, meine. So, jetzt gucken wir noch mal, was wir mit den restlichen Mauern machen. Oh nee, wir werden angegriffen. Beziehungsweise wir machen gerade einen Angriff. Die 13 greift die 11 an. Klar, das war natürlich diese, ich sage jetzt mal fast Trolldorf. Und dann nur von oben. Wenn es hier jetzt, ihr seht selber, wenn halt gerade auf der Luftabwehr abgeballert wird, dann wisst ihr selber, dann geht es natürlich auf Luft. Klar, der Warden ist fast komplett down. Den hat es fast komplett zersägt. Und dann kann man hier natürlich ganz gechillt. Ich hätte eher die Luftabwehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte eher aus dem Bereich angegriffen. Ah, okay, da kommt er mit den Helden. Okay. Weil da hätte ich dann eher so gesehen, gut, okay, komm, hier muss was passieren. Und mein Handy macht wieder. So, jetzt muss das hier schnell gehen. Jetzt haben wir ein Problem. Weil der Expo hämmert halt auch. Und ihr wisst selber, die Dragos sind vier. Ist ja nicht schlecht, klar. Das war doch mal irgendwann sogar Max. Ich bin der Meinung, vier war mal Max. Aber guckt mal hier. Expo gleich. Nein, Alter, nein. Oh, komm. Das ist hart. Luftabwehr down. Ja, wenigstens die Luftabwehr down. Aber ganz ehrlich, das ist. Ich meine, hier ist nur noch die Tesla, aber der Expo ist halt nicht down. Alter! Ich kann es aber echt nicht verstehen. Also, ich hätte hier erst die Luftabwehr runtergeholt. Verstehe ich wirklich nicht. Ja, gut, okay, das Ding hat sich jetzt gegessen. Okay, schade. Schade. Oh, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Weil da hätte halt mehr sein können müssen. Okay, wie gesagt, ich probiere es bei Spartacus. Guck noch mal kurz rein. Wie sieht es mit den Helden aus? Ja, 36, ja, und 35. Also da kriege ich schon eine ziemliche Packung. Also, wie gesagt, ich sage dir hier rein.
dass ich halt noch den Bereich kriegen kann. Ich würde nicht hier reingehen, weil die sich sonst zu dolle, meiner Meinung nach, verteilen würden. Ich gehe lieber auf einer Ecke rein, da kann man das besser clearen, finde ich. So. Hier rein, 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 rein. Und dann richtig schön eskalativ ein Ansengen. Und dann mit dem Spell, dass ich die Truppen auf höchster Stufe habe. Ich glaube, das müsste passen. So, alles fertig. Passt. Ich gucke mal, wie lang der Boost noch ist. Das sollte passen. Dann würde ich jetzt gerne den Extra Boost aktivieren. Nee, den wollen wir nicht. Sondern den. Nein! Ah! Kacke! Ja, ich sehe es gerade. Ich hätte das Labor maxen müssen. Scheiße. Das heißt, der Trank ist voll für den Sack. Das heißt, ich hätte theoretisch jetzt das Labor upgraden müssen. Und zwar da. Und jetzt seht ihr ja, die sind alle gemaxt schon. Oh, so eine Kacke. Ja, und das würde ich ja hier. 6 Millionen, die kriege ich nicht rein. Die kriege ich nicht rein. Schatzkammer, hier kommen, die machen wir nochmal leer, aber egal. Die kriege ich nicht. Ah, so eine Kacke. Okay, also weiß ich mehr. Das heißt also, das mit dem Zauber klappt natürlich nur, wenn das Labor halt. Ja, fail for the day, aber egal. So, wir haben alles. Wir gehen nochmal kurz durch. Das passt, das ist in Ordnung. Wir gehen auf den Gegner, den wir machen möchten. Spartacus. Wir gehen nochmal rein. Nachteil ist natürlich, ich weiß nicht, was er in der CB hat. Das Labor könnte noch ein Game Changer werden. Das Labor könnte ein Game Changer werden. Ich mach's trotzdem. Angreifen. Hier den Jump. Eröffnet mit ein paar Bowlern und jeweils den Heilern dazu. Weil ich denke, dass. Passt ganz gut. So, und jetzt die Heiler, die Bowler komplett rauf. King und Queen rein. Und dann den ersten Rage hier droppen. Denke ich, sollte passen, dass die halt richtig schön lange ein Gift und noch ein Gift und nochmal ein Rage hier. Sollte passen. Genau, das Town, ja, genau, das Town Hall geht down. Das passt. Und jetzt halt hier, jetzt sehen wir, oh, die würden irgendwo hingehen. Wollen wir nicht. Nicht irgendwo hin, sondern halt weiter. Und dann, ja, Heiler habe ich da noch am Start und da noch. Also das hat gut geklappt mit den Heilern, das muss man sagen. Jetzt muss ich gucken, dass mir die Queen halt nicht die Füße hochreißt. Die muss hier nämlich ganz schön gerade hasseln. Ja, machen wir innen drinne oder? Ja, jetzt wird sie geheilt. Ah, ich hätte den Heil, also die Heiler sozusagen nochmal darauf schicken können. Aber ich denke mal, ich gehe den Weg. Mal gucken, ob wir hier. Da haben wir auch noch was. Also so ganz schlecht stehe ich nicht da. Wir haben auch noch eigentlich genügend Zeit. Und wir haben nur noch eine Luftabwehr. Also so schlecht sollte es nicht aussehen. So, jetzt kommt der King again. So, jetzt muss der hier was reißen, weil sonst reißt er uns hier meine ganzen Truppen kaputt. Mist, ey, echt, hat der alles gebumst? Ey, gibt es sowas? Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der so viele Bowler wegzieht. Schade, das hätte ein 3-Sterne-Sieg sein müssen. Das ist ärgerlich. Das hätte, jetzt darf ich mir was anhören. Ja, echt. Das war's dazu. Ihr seht den nächsten hoffentlich im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Haut mal bitte rein. Ciao, ciao.